dem die Landesregierung Nordrhein-Westfalen die gesammelten Datensätze, die sich ohnehin schon in der Landesdatenbank befunden haben, aber hoffentlich dann auch viele neue Datensätze frei zur Verfügung stellen wird. Weshalb das hier für kommunale Mandatsträger interessant ist, ist der Fakt, dass jetzt im Vorfeld dieses Termins eine Menge Gespräche geführt wurden, wo immer wieder deutlich wurde, dass es eine starke Verquickung zwischen Land und Kommune gibt. In Nordrhein-Westfalen haben wir den höchsten Kommunalisierungsgrad. Das heißt, die Aufgaben, die von den Kommunen übernommen werden, ist in Nordrhein-Westfalen der größte Part, den die Kommunen tatsächlich aktiv ausführen und dabei eben auch die Daten erheben. Es gibt eine aktuelle Anfrage, um jetzt einfach nur mal ein Beispiel aufzuzeigen, weshalb das wirklich relevant ist und weshalb ich das hier heute streuen wollte. Die OpenStreetMap-Gemeinde hat beim Land Nordrhein-Westfalen eine relativ aus meiner Sicht unproblematische Liste angefragt und da begann das ganze Problem, an dem man jetzt den Vortrag hier im Prinzip komplett aufhängen könnte. OpenStreetMap ist ja, ich glaube, hier jedem bekannt und ist ja auch relativ weit verbreitet und wird stärker, immer viel, viel stärker genutzt, auch von Diensten, die einen gewissen, ich sag mal, wirtschaftlichen Mehrwert bieten, nicht nur mehr einen gesellschaftlichen oder einen politischen Mehrwert. Und die haben halt abgefragt, ob sie zur Überprüfung ihres Datensatzes eine Liste von Straßennamen haben könnten. Und das Land Nordrhein-Westfalen, könnte man ja jetzt annehmen, hat natürlich eine Liste der Kommunen inklusive der Straßen und der Hausnummern. Also ohne Geolokalisierung oder ähnliches, das wäre ja noch komplizierter. Und da tauchte dann die Antwort auf, jein. Und Fakt ist, dass es eine Menge von Daten gibt, im Speziellen jetzt auch diesen Datensatz, der schlichtweg den Kommunen gehört, der zwar vom Land genutzt wird, natürlich nutzen die den auch für ihre Aufgaben zur Erfüllung, aber letztendlich sind die Inhaber die Kommunen, organisiert natürlich über die kommunalen Spitzenverbände und über die wurde die Anfrage dann auch gespiegelt und das kam dann ganz wieder zu uns zurück, weil sich mittlerweile die OpenStreetMap-Community nicht nur direkt ans Land gewandt hatte, sondern dann auch an uns als Fraktion und dann an mich als Mitarbeiter und ich habe das dann wieder dann weitergegeben, worüber man glücklich war, weil man sagt, ja, haben wir schon seit 6 Monaten. Und ich so, ja, warum ist da noch nichts passiert? Es ist kompliziert. Und ich möchte hier und heute einfach dafür werben, dass wir, die wir ja doch ein spezielles Interesse gerade in diesem Bereich haben, dass am Montag, am 18.03. das auch mal zum Thema machen. Dass es schön ist, dass es richtig ist, dass das Land Nordrhein-Westfalen hier begonnen hat. Wir haben das auch begleitet mit Anträgen, mit ganz unterschiedlichen Anträgen. Wir haben auch ein Transparenzgesetz vorgelegt, wo die Kommunen mit eingeschlossen sind, im Gegensatz zum Koalitionsvertrag, wo es auch immer noch nicht umgesetzt ist. Also wir haben da noch keine rechtliche Handhabe. Und ich dachte, hier und heute wäre jetzt der richtige Rahmen, dieses Thema auch mal zu setzen, damit wir den Aufhänger haben, damit wir auch hier was Praktisches mitnehmen können, zusammen eine Pressemitteilung verfassen, die wir dann in den unterschiedlichen Kommunen an dem Montag platzieren oder an dem Sonntag vorher, da lasse ich gerne mit mir diskutieren, dass wir diesen Prozess von Anfang an begleiten. Der zweite Punkt, weshalb ich das schön und wichtig finde, auch hier von einer größeren Runde heute sprechen zu können, ist, die Vorbereitungen, die jetzt laufen, zeigen immer mehr und mehr, dass es ein Problem gibt, das wir nicht außer Acht lassen sollten. Der Open Data Day, der gerade stattgefunden hat, am 28. Februar, sowohl eine größere Veranstaltung in Köln als auch Wuppertal. Moers hat seine Veranstaltung bewusst geschoben, die kommt dann noch, die ist übernächstes Wochenende. Also wer Interesse hat, ich mache da nochmal Werbung, die Stadt Moers hat einen Hack Day und ich glaube sogar über ein ganzes Wochenende, Samstag, Sonntag, wo Leute eingeladen werden, dort mit Klaus Arndt ist das, aus der Stadtverwaltung zusammen, aber natürlich auch allen Gästen, die sich da schon im Pad eingetragen haben, zusammen mit offenen Daten etwas zu erarbeiten. Das Thema ist Mainstream geworden. Ich war in Köln auf dieser Veranstaltung, halb von der Stadt, also kofinanziert, so würde ich es nennen, ausgerichtet von der Open Knowledge Foundation in diesem OK-Lab, was eingerichtet ist dort in Köln, waren die Hälfte aller Besucher Journalisten. Was für mich jetzt total irre war. Also ich fand es positiv, nur dass man das jetzt richtig aufnimmt. Aber das zeigt mir einfach, das ist in den Medien angekommen, das Thema.
Dafür waren dann aber nur noch 3, 4 Programmierer da, die tatsächlich dann mit den Daten gearbeitet haben. Und es war Verwaltung da. Da war Regio IT Aachen war da, da war die Stadtverwaltung natürlich gut vertreten mit motiviertem Personal, was ich hier auch noch mal löblich erwähnen möchte. Aber was mir natürlich kein Mensch aus der Politik. Und aber immer weniger, und das ist zu beobachten, das ist so ein Trend, tatsächlich Leute, die da mitarbeiten, die damit Mehrwert schaffen und vor allen Dingen dann auch noch gesellschaftlichen Mehrwert. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte, ob ich die Daten einer Firma zur Verfügung stelle oder ob wir hier gesamtgesellschaftlichen Mehrwert schaffen. Ich denke mal, unsere Ausrichtung geht ja eher in die letztere Richtung. Und wofür ich hier heute eindeutig plädieren möchte, dass wir uns darüber Gedanken machen, das nochmal in die Breite tragen. Ich finde es toll, dass ich den Hartmut sehe, weil als ich zum ersten Mal Stammtisch gekommen bin, da standen da eine Menge PCs und ich glaube, mindestens die Hälfte aller Anwesenden hatte Programmierkenntnisse. Das habe ich noch so dunkel in Erinnerung. Und ich habe aber auch mitbekommen, dass sich das mittlerweile gewandelt hat. Und dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo dieses Thema tatsächlich den Mainstream erreicht und wo es aus meiner Sicht auch ein wenig an uns läge, das ganze Thema zu reaktivieren, die Leute zu reaktivieren und das Thema weiter voranzutreiben. Das kann nicht ein Einzelner. Und man muss sich das jetzt auch nicht so vorstellen, dass wir jetzt so eine Horde von Programmierer zusammenscharen sollen. Ich sage nur, in Köln, und die machen das wirklich aus meiner Sicht auf einem professionellen Level, waren da 4 oder 5. Und das in der Kommune Köln. Also nur, dass man mal so eine Relation sieht. Im Mörs, in dem PET, stehen bisher 20 Leute. Und ich kann schon wieder sagen, die eine Hälfte sind alle Verwaltung, Medien. Ich glaube, sogar die Bertelsmann Stiftung ist da, so dass man mal so einen Überblick bekommt, welche gesellschaftliche Relevanz das Thema mittlerweile hat. Und es fehlen die Macher. Und ich gebe jetzt einfach mal so dieses Attribut an euch zurück. Ich gehe davon aus, ihr seid die Macher oder ihr kennt die Macher. Wenn wir es also schaffen, aus Nordrhein-Westfalen, aus den verschiedenen Teilen, wir sind natürlich in der Fläche, man kann jetzt nicht irgendwie erwarten, dass wir eine Aachener Truppe irgendwie in Bielefeld zusammenbekommen, das ist natürlich unvorstellbar, sondern dass wir in den verschiedenen Regionen Leute zusammenfinden, die wir geschickt dazu vernetzen und unterstützen, diese Bewegung, die jetzt mit Sicherheit an Fahrt aufnehmen wird, mit dem Montag übernächste Woche, dass wir die koordiniert auch ins Land bekommen. Das heißt, wenn es Interessierte gibt, ich habe gerade mit dem Udo schon drüber gesprochen, vielleicht in Aachen oder in Köln oder vielleicht in Bielefeld oder Paderborn, ich möchte jetzt auch mal auch ins Land gehen, ne? Dass wir da auch auftreten und auch Leute organisieren, die tatsächlich einen Mehrwert schaffen. Weil bei dieser Geschichte um Open Data hat sich eins auch herauskristallisiert, auch auf Bundesebene sucht man verzweifelt danach, jetzt diesen Stein loszutreten, um diesen Mehrwert einmal politisch aufzuzeigen. Also auf Bundesebene ist das exakt die gleiche Debatte. Also ich kenne ein paar Leute, die in dem Gremium sitzen, dieser G8-Charta-Umsetzung, die wollen jetzt bestimmte Datensätze vorantreiben, dass die veröffentlicht werden, auch die, die bisher sehr viel Geld gekostet haben, wenn sie sozusagen die Killer-Anwendung dahinter sehen, also den Mehrwert, den Nutzen, dass man irgendwie eine gesellschaftliche Rechtfertigung findet, dass man die Datensätze, auch wenn sie vorher Geld gekostet haben, eben jetzt freigibt. Da komme ich nochmal auf ein Thema, was jetzt gerade irgendwie bei diesem ÖPV-Thema fehlte und deshalb wieder kommunal. Die Verkehrsbetriebe. Das ist so eins der Dinge, die natürlich in Verbünden oder Verbänden etc. Organisiert ist, was aber eigentlich kein Landesthema ist und kein Bundesthema, sondern eben auf der Ebene darunter. Und wo ihr vielleicht die Möglichkeit habt, das Thema zumindest mal zu setzen, ob man darüber nachdenken kann, den Zugang zu diesen Systemdaten freizugeben. Das hätte erheblichen Mehrwert. Wir haben hier gerade beim ÖPNV-Slot gehört von diesem kombinierten Einsatz, von diesem multimodalen Mobilitätskonzept. Und das setzt einfach voraus, dass ich Zugang habe zu Planungsdaten. Also wann kommt der Bus, wann kommt die Bahn, wie kann man das kombinieren und ist das geschickter oder wie lang sind die Fahrzeiten, bis hin sogar aktuell, wo ist der Bus denn gerade?
Also diese Daten gibt es alles schon, das ist jetzt nichts Neues, sondern jetzt ist die Frage, wie komme ich da dran, wen muss ich überzeugen und wie koordiniert kann ich das angehen? Ich möchte natürlich nicht, dass jetzt jeder losrennt und sein eigenes Ding macht, sondern dass wir die Runde hier nutzen, dass wir uns absprechen, dass wir versuchen, gemeinsam Nenner zu finden, wo wir angreifen können, wo wir es vielleicht auch koordiniert über die Landtagsfraktion unterstützen können, sodass keiner alleine gelassen wird und dass wir aber nachher 3, 4, 5, 6 Programmierer irgendwie haben, wo wir auch mal einen Hackday organisieren können, der vielleicht auch vielleicht wandern kann, dass wir einmal pro Quartal sagen, wir decken die verschiedenen Regionen in Nordrhein-Westfalen ab. Aber wir haben dann auch die Leute vor Ort, weil ich sehe das momentan als größtes Problem, dass keiner auch der anderen Parteien diese Connections hat, die aus meiner Sicht die Piraten haben. Dass sie so viel technikaffine Menschen in ihren eigenen Reihen haben, die zu aktivieren und die jetzt nochmal heranzuholen für das spezielle Projekt. Das braucht einmal politische Steuerung, über die reden wir heute, das braucht einen Anlass, das wäre so ein Hackday oder eine Woche, Aktionstag, mir egal. Das braucht Unterstützung aus der Verwaltung. Da gibt es jetzt natürlich 3, 4 Vorreiter mit Köln, mit Bonn, mit Moers. In Wuppertal tut sich immer mehr jetzt ganz aktuell. Wir haben Aachen, das ist in Teilen, also zumindest beim Haushalt, schon mal mit in den Koalitionsvertrag gekommen. Da tut sich jetzt immer mehr. Wie gesagt, ab Montag in einer Woche wird sich da aus meiner Sicht noch mal erheblich mehr tun. Ihr seid vorbereitet. Ich würde auch vorschlagen, wir bereiten zusammen über die Liste in einem Pad zusammen eine Pressemitteilung vor, die wir an den unterschiedlichen Standorten raushauen, mit dem Bezug jeweils zur kommunalen Ebene und würden beginnen, das Thema sozusagen so zu bespielen. Das ist so der aktuelle Stand in der Debatte und jetzt habe ich erstmal gehofft auf Fragen oder Anmerkungen und Rückmeldung. Ja. Wenn du im Bereich öffentliche Verkehrsmittel bist und du sagst, du möchtest dann auch bestimmen können, wo der Bus steht, dann musst du damit gewissen GPS-System zusammenarbeiten. Das ist in den meisten Bussen bereits heute gang und gäbe. Nicht in allen, aber du kannst davon ausgehen, dass in den neueren Verkehrssystemen diese Daten bereits alle abgefragt werden. Es gibt zwei Datensysteme und für beide haben wir schon Busanträge da. Einmal lauter für alle. Also es sind sozusagen zwei Datensysteme für Straßenbahnen. Beide Landformate gibt es Software dafür. Es gibt dafür auch schon Musteranträge für Kommunen. Stellvertretend für Niedersachsen in Hessen. Die können vielleicht auch gerne darauf kopieren. Vielleicht auch im Kommunalarchiv mit drin. Die Kommunen sind ja sozusagen auch selbstverantwortlich für die Streckenwende. Da könnt ihr das Thema antragen und beantragen, dass die Daten freigegeben werden. Weil ja die Betreiber, sozusagen die Aufgabenträger, Besitzer der Daten sind. Noch eine Frage dazu. Gibt es da keine Diskrepanz mit Gewerkschaften, ich sage ich mal, persönlichen Daten, Persönlichkeitsrechte? Ja, die Erfahrung? Also, um die Busse geht und um die Bahn. Hier geht es also nur um die Möglichkeiten, nicht jetzt nur. Für den Fahrer aufsichtsbar, ja, das ist nicht klar. Weil die öffentlichen Verkehrsmittel oder die Betreiber, die haben natürlich, sage ich mal, auch auf dem Buslinie 86 Sitz, Fahrer 187 und der ist zuordnerbar. Ja, aber nee, darum geht es ja nicht. Es geht ja nur um das Positionsdatum des Busses. Wir haben das jetzt schon an den Haltestellen, also zumindest von den Straßenbahnen kenne ich es von den Bussen, weiß nicht ganz genau, der nächste Bus oder die Linie U1 oder was kommt in 1 Minute, 3 Minuten, 5 Minuten oder so, zählt den Counter runter, ich habe jetzt hochgezählt, egal. Und das ist heute schon gang und gäbe, also das ist schon implementiert. Die Frage ist nur, wie öffentlich zugänglich ist die Schnittstelle oder sind die Daten, die Verkehrspläne etc. Darum geht es an der Stelle, dass man also eben frei darauf zugreifen kann, wer auch immer das möchte und dementsprechend da Mehrwert bietet. Da tun sich die Verkehrsunternehmen noch sehr, sehr schwer mit. Bei dem VRR ist es so, dass Google den Tür anwendet, noch besser. Und die dadurch auch diese ganze Sache aufmerksam geworden ist. Aber ablehnen, das Unternehmen zur Verfügung zu stellen und einer offenen Schnittstelle da positiv gegenüberstehen, die eben noch nicht genau wissen, wie das jetzt vollerweise umzusetzen ist. Und also da kann man auf jeden Fall natürlich in den Dialog treten.
Super. Also ich meine, darum geht es jetzt auch so, Beispiele zu finden, wenn es da einen Fortschritt gibt, dass man den auch den anderen Verkehrsverbünden sozusagen vorhält und sagt, wenn das jetzt im VRR schon so weit ist, und das ist ja jetzt nun mal ein sehr großer Verkehrsverbund hier in Nordrhein-Westfalen, warum geht das nicht auch im Raum Aachen oder warum geht das nicht auch im Raum Ostwestfalen-Lippe? Also ich meine, genau dafür sind wir jetzt heute hier, um das einfach mal anzusprechen, weil das ist aktuell die Debatte, die geführt wird, die aus der Sicht fast aller Beteiligten aktuell den meisten Mehrwert bieten würde. Weil sowohl im ländlichen Bereich, wo man versuchen muss, die Netzabdeckung zu verbessern, als auch im städtischen Bereich, wo es einfach das Problem ist, dass sie überfüllt sind, gibt es da einfach Handlungsbedarf. Das, was der Oliver hier angesprochen hat und das, was vielleicht auch in der Enquete besprochen wird, dass man da eben schlichtweg rangeht. Und nach Auffassung aller Beteiligten durch einen Datensatz, also wir reden ja durch Schnittstellen für Live-Daten oder durch Datensätze allgemein, wäre das der Weg, jetzt am meisten Mehrwert zu schaffen. Deshalb wollte ich das hier platzieren. Ich hätte noch ein zweites Thema, was ich ansprechen wollte. Oder gibt es noch Fragen bisher dazu? Zweites Thema, was jetzt für euch wahrscheinlich auch nochmal von Interesse ist, ist die Geschichte mit den offenen Ratsinformationssystemen. Da gibt es jetzt unterschiedliche Nutzererfahrungen. Die meisten, die ich kennengelernt habe, sahen zumindest leichten Verbesserungsbedarf und andere mehr. Es gibt aktuell kann man nicht sagen, es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Arbeitstitel Opal hier beschäftigt, die das fortgesetzt hat, was Offenes Köln begonnen hat. Ich weiß nicht, ob das jeder mitbekommen hat, www.offenes Köln. Der Marian Steinbach hat damals, ja gut, jetzt heißt es anders. Damit hat es ja, naja, da komme ich ja gleich noch zu. Der Marian Steinbach hat damals angefangen und hat gesagt, mich interessiert natürlich schon, was politisch hier passiert, nur das Ratsinformationssystem, so wie es von der Stadt Köln, die natürlich wieder einen Subunternehmer damit beauftragt hat, zur Verfügung stellt, reicht mir nicht aus. Der hat die Datenbank ausgelesen und hat die visualisiert auf einer Karte und hat eben gesagt, mich interessiert ja gar nicht alles, was in der Stadt Köln passiert, sondern vielleicht nur in meinem Viertel, im schlimmsten Fall nur bei mir auf der Straße. Und hat da so eine Plattform geschaffen mit so einem Interface, dass es eben relativ leicht ist, erstmal Schlagwörter zu suchen, als auch, sofern das denn möglich ist, diesen Prozess einem bestimmten Punkt auf einer Karte zuzuordnen. Das ist relativ weit, also flächendeckend in der ganzen Bundesrepublik durch die Presse gegangen. Daraufhin ist diese Arbeitsgruppe entstanden zur systematischen Verarbeitung dieser Schnittstellen, die der Marian sich einzeln programmiert hat für dieses eine System in Köln, flächendeckend für alle Systeme, weil das sind gar nicht so viele Anbieter, die es in Deutschland gibt, die so ein Ratsinformationssystem anbieten. Und die hat man zusammengeholt an einen Tisch und hat gesagt, lasst uns das doch mal implementieren. Das ist ehrlich gesagt gerade so ein wenig festgefahren. Weil nach der anfänglichen optimistischen Haltung, dass das so simpel zu implementieren wäre, hat man festgestellt, naja, so ganz simpel ist es wohl doch nicht. Das größte Problem ist halt, dass mit jeder neuen Version dieser Standard neu überprüft werden müsste. Und daher geraten gerade diese Absprachen unter den Herstellern etwas ins Stocken. Die Open Knowledge Foundation hat mit dem Vertreter aus Bochum, sag mal schnell den Namen. Ernesto Ruge, Entschuldigung, bitte für den Aussetzer, eine Plattform aufgesetzt, die heißt Politik bei uns. Also politik-bei-uns.de. Da sollte das fortgesetzt werden, was mit Offenes Köln sozusagen begonnen hat. Leider sind da bisher nur drei Kommunen beinhaltet und alle drei von dem gleichen Hersteller, die gleiche Version verwenden dieses Herstellers. Was ein bisschen das Problem aufzeigt, wenn man irgendwie so acht größere Hersteller hat, die noch unterschiedliche Versionen haben und unterschiedliche Produkte verkaufen, dass das in der Fläche wahrscheinlich sehr großen Aufwand bedeuten würde, wenn wir alle knapp 400 Kommunen in Nordrhein-Westfalen da integrieren wollen würden, wenn das der Ansatz wäre. Nichtsdestotrotz wäre es toll, A, das System einmal zu kennen und sollte es Gespräche geben, weil ich weiß, die Verwaltung fragt da auch des Öfteren nach, das einmal dort zu präsentieren. Weil meine Erfahrung ist, es ist eben tatsächlich noch nicht in der Verwaltung angekommen, dass die Systeme so eben vorhanden sind.
in Köln, klar, wo der ausschlaggebende Punkt eben war, die wissen das. Also wenn man Dirk Blauhut da anspricht, der weiß natürlich Bescheid, die sind natürlich dran am Ball, aber ich möchte das natürlich auch ins Land tragen. Und im Flächenland ist es halt ein bisschen schwieriger als irgendwie Berlin oder Hamburg. Aber dafür sind wir ja da, um heute die Ideen zu besprechen, die es da eben aktuell gibt, damit man die eben auch dann überträgt oder erstmal bekannt macht. Ich habe zum Beispiel hier bei uns in Essen dieses RIS genutzt und war übersichtlich geschildert. Ich konnte auch darüber eine Beschwerde kreieren, die aufgenommen worden ist, die auch behandelt worden ist. Um jetzt nochmal zu deinem Heimat zu kommen. In meinem Stadtteil, wo ich jetzt herkomme, Borbeck, war natürlich für mich interessant, wann da jetzt eine Versammlung ist, ob man sich dann an Schloss Borbeck mal teilnehmen kann. Alle Informationen, die da waren, auch die Thematik, die war da aufgeführt, konnte ich da leicht durchklicken und konnte dann da Informationen beschaffen und auch eine Beschwerde kreieren, die man da einreichen kann. Also sage ich mal, sehr gut ausgereift hier in Essen, meine Erfahrung. Ja, aber es gibt durchaus unterschiedliche Systeme. Es gibt eine Eigenentwicklung, glaube ich, in Dortmund und es gibt teilweise auch gar keine richtigen RIS-Systeme, Ratsinformationssysteme, je kleiner die Gemeinde wird. Und es geht halt darum, den Standard einheitlich zu definieren, damit ich eben von außen auch auf die einzelnen Sachen einheitlich zugreifen kann. Und es geht dann halt auch darum, einfach mal zu gucken, dass man eine Plattform hat, die überregional ist, weil gewisse Sachen, die interessieren mich zwar nicht direkt, aber indirekt. Also wenn in Dortmund, also ich fiktives Beispiel jetzt, wenn in Dortmund über Fracking gesprochen wird, könnte mir das in Essen egal sein. Wenn in Dortmund in der Nähe der Ruhr allerdings über Fracking gesprochen wird, dann stehe ich da mit meinem Talent im Baldeneysee, dann kann ich mich zwar immer noch gegen Fracking aussprechen in Essen, bringt mir aber nichts, wenn in Dortmund das Ding da halt hochgeht und das Ding in den Baldeneysee fließt. Es ging letztendlich darum, bei Politik bei uns auch mal aufzuzeigen, man ist in der Kommune natürlich immer in sein Umfeld eingebunden. Und es gibt Themen, die beschäftigen mich jetzt nicht nur bei der Stadt Essen, sondern die möchte ich vielleicht generell erfassen. Um beispielsweise jetzt mal bei Ruhr, bei Trinkwasser oder Ähnlichem zu bleiben, das Ruhrgebiet ja das beste Beispiel, dass man eben einfach sieht, klar, auch diese einzelnen Systeme können gut sein, aber wenn ich mit einer Verschlagwortung sagen kann, ich möchte alles zum Thema Fracking, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, das x-beliebig ist, ja, zu bleiben, ich möchte alle Dokumente, alle Anträge oder dann kannst du noch anklicken, irgendwie Anfragen oder Anträge und vielleicht von welcher Fraktion auch ausgestellt, um mal auch Verbündete zu finden, was in der Kommunalpolitik gar nicht so schlecht ist, wenn man weiß, wer Freund und Feind ist und aus welchen Gründen. Dann hat es natürlich einen erheblichen Mehrwert. So, und dafür braucht man aber diese standardisierte Schnittstelle. Und ich weiß, ich glaube, in Essen wird Alris eingesetzt. Auch ein sehr großer Hersteller, wo es sich natürlich lohnen würde, auch mal drüber nachzudenken. Vielleicht da ein bisschen Brainpower, vielleicht auch ein Programmierer, weil ich ja gerade davon sagte, so eine Taskforce sozusagen zu bilden, da mal hinzusetzen, um da weiterzumachen. Weil auch Politik bei uns, alles Ehrenamtler. Also die haben jetzt sehr lange für die Entwicklung gebraucht, aber ich möchte die auch in Schutz nehmen, möchte sagen, die machen das ja auch in ihrer Freizeit. Und das ist kompliziert, das ist keine so leichte Thematik. Und da muss man halt irgendwie ansetzen. Und ich dachte, das wäre hier auch nochmal so ein Thema, was die meisten interessieren könnte. Hartmut. Im Moment basteln ja viele Kommunen mit unterschiedlichen Systemen. Das, die Vereinheitlichung hätte auch einen Kostenvorteil. Und wenn man einmal dann unser RIS verglichen hat mit offenes Köln, dann stellt man fest, da geht noch eine ganze Menge mehr. Also gerade dieser örtliche Bezug ist für viele Leute sehr wichtig. Die interessieren sich tatsächlich mehr für ihr eigenes Quartier, als dass sie sich für die Gesamtstadt interessieren. Und wenn ich das vergleiche, offenes Köln gegenüber dem RIS, dann will ich das RIS nicht mehr benutzen. Das RIS dauert eine einfache Suchanfrage, 10 Sekunden, da warte ich die ganze Zeit drauf. Und dann ist die Auflistung so schädlich, dass ich das total immer wieder den Überblick verliere. Da geht so viel mehr, auch gerade was die Quantifizierung angeht, dass ich Sachen sortieren kann, dass ich sagen kann, mich interessieren keine Anträge unter 5.000 Euro, sondern nur alles drüber. So, das fällt schon mal, also das fällt so viel dann direkt raus. Da geht eine Menge mehr. Unter anderem. Also es geht ja nur darum, um Schnittstellen zu schaffen. Also das ist jetzt so ein weiteres Beispiel, was jetzt auch gerade für die Kommunen extrem interessant ist, an dem gearbeitet wird. Der Sachstand, es gerät ein wenig auf der politischen Ebene so in Stocken
Und man könnte an der Stelle neben den Verkehrsdaten beispielsweise auch mal sagen, wir gehen da mal ran, wir thematisieren das mal. Es muss ja jetzt nicht ein Riesenaufriss sein, nur bei der nächsten IT-Runde, die wird kommen, da wird man dann nachfragen und Piraten, habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen? Dann sagt man, ja klar. Was ist mit Opal? Also Alris ist Opal bekannt, die sitzen mit in diesem Gremium. Ich saß da nämlich selber mit drin, da weiß, dass die Großen auf jeden Fall alle mit am Tisch gesessen haben. Und da sagt man, was ist jetzt damit? Was ist mit der Umsetzung? Warum läuft das noch nicht? Was können wir da machen? Es gibt auch unterschiedliche Herangehensweisen. Also Opal ist der von oben sozusagen, dieser Top-Down. Von den Anbietern angebotene Standard. Und das, was Politik bei uns macht, ist ja diese na, wir scrapen die Daten und machen das selbst, wie bei Offenes Köln, wo es dann auch irgendwie zu kleineren Problemen gab, die juristisch dann alle gelöst wurden. Es gibt da, wie gesagt, unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn jemand hier sagt, das ist mein Thema, ich will das vorantreiben, dann müssen wir uns zusammensetzen, dann müssen wir gucken, ob wir einen Programmierer finden, der für das eine Riss dann vor Ort da Meta machen kann. Ich sage nur, das ist nicht die Lösung in der Fläche. Weil dafür gibt es doch zu viele unterschiedliche Anbieter, zu viele unterschiedliche Angebote, die dann ein Anbieter nochmal macht. Aber es geht ja auch darum, dass sich der ein oder andere das vielleicht als Schwerpunkt setzen möchte. Das ist unter anderem auch als Beteiligungstool dann auch zu verstehen, weil was man dann in der Endfassung damit macht, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Es geht ja vielleicht nicht nur darum, dass man die Sachen aus dem Ratsinformationssystem zur Verfügung stellt, sondern vielleicht sich auch Feedback einholen möchte. Was sagen denn Bürger dazu? Die wenigsten RIS-Systeme haben ja irgendein Feedback-System. Die sind darauf ausgelegt, den Mandatsträgern die Unterlagen für die Sitzung zur Verfügung zu stellen. Das ist erstmal die Aufgabe, die die Verwaltung darin sieht. Die ist auch richtig, da möchte ich auch gar nichts zu sagen, sondern es geht ja als Politiker auch darum, sich die Rückmeldung einzuholen. Da wird jetzt eine Vorlage erstellt und die ist vielleicht sogar öffentlich. Da gibt es ja auch nochmal unterschiedliche Handhabungen in den Kommunen. Was sagen die Leute denn dazu? Die wenigsten Leute machen das. Und es gibt immer Leute, die es interessiert. Wenn es nur Interessensgruppen sind, spielt ja gar keine Rolle. Aber man möchte ja ein Feedback haben. Das könnte man auch implementieren. Also man kann darüber ja nachdenken. Da ist ja jetzt irgendwie noch nicht irgendwie die Entwicklung am Ende, sondern ganz im Gegenteil. Wir befinden uns ja gerade erst am Anfang und das gehört ja hier mit dazu. Hartmut. Die Verwaltung hat Ihnen hier übrigens wortwörtlich gesagt, dass unser RIS, dass das, was wir sehen als Mandatsträger, dass das die Spitze des Eisbergs ist. Eigentlich ist das ein Abrechnungssystem für Mandatsträger. Das Essen alles. Ja. Das heißt, das, was da drunter liegt, darüber werden die ganzen Sitzungsgelder verwaltet und die Vorlagen verteilt und die Ausdrücke, dass die dann zugeschickt werden. Das ist die eigentliche Aufgabe. Und nebenbei bekommen wir als Bürger sozusagen der Stadt Essen darüber auch die Vorlagen zu Gesicht. Aber die wesentliche Aufgabe ist die Abrechnung. Aha. Ja, also, wie gesagt, da gibt es jetzt noch tausende Facetten, über die man sprechen könnte. Ich möchte das jetzt hier einfach nur mal als Ball sozusagen in die Runde werfen, damit man das jetzt mal mitnimmt und auch mal an die Situation vor Ort denkt. Weil es gibt Systeme, die sind gut, da läuft das irgendwie. Klar, die größeren Städte haben einfach mehr Geld zur Verfügung, sich auch darum zu kümmern. Köln hat auch andere Schwerpunkte wie Essen. Köln ist einmal eine Millionen-City, dann haben die auch noch bei den Ausländern. Köln, das Ratsinformationssystem Köln, scheiße. Es ist schon relativ gut, aber es ist trotzdem scheiße. Ja, also ich sage einfach nur, ein Standard wäre dafür einfach geeignet, sowohl der kleinsten Kommune als auch der größten einheitlichen Auftritt zu verschaffen. Also das ist der zweite Punkt, den ich definitiv hier mal platzieren wollte. Der dritte wäre dann Lizenzen gewesen, aber bei Open Data, wir fangen erstmal an, die Sachen zu veröffentlichen. Die meisten Verwaltungen haben sich schon auf eine Lizenz eingeschossen. Das wird auch so, glaube ich, von oben herab dann diktiert. Wir bekommen im Land bald das E-Government-Gesetz. Das wird nochmal wesentliche Teile der Verwaltung digitalisieren. Daraus entstehen natürlich weitere Daten, die automatisch generiert werden, also wo der Aufwand nicht mehr so groß ist, die Daten dann zu erzeugen. Da geht es dann nur noch um den Punkt Datenschutz. Was darf ich veröffentlichen? Wie darf ich es veröffentlichen? Das ist ganz klar. Aber das wird auch jetzt in 2015 angegangen. Natürlich nicht umgesetzt, sondern erstmal nur angegangen. Und wie gesagt, wir haben im Land mehrfach auch politisch angesprochen durch Anträge, dass man da bestimmte Sachen implementiert. Also das heißt,
die Datenbanken, die dort aufgesetzt werden jetzt, die Portale, die aufgesetzt werden. NRW hat da angeblich eine Eigenentwicklung. Ich bin mal gespannt auf den Montag in einer Woche, was denn sein wird. Aber dass die allen zur Verfügung gestellt werden als Open-Source-Variante, sodass man die in der Kommune auch nicht neu entwickeln muss. Da gibt es ja auch schon Portale oder Software, die eingesetzt werden kann. Der Klaus Ahn zeigt in Moers, dass es kein Kostenfaktor ist, Open Data umzusetzen. Also Moers ist mit Sicherheit nicht dafür bekannt, dass sie mit Geld um sich werfen und dass es eine Metropole ist, gehört aber im Bereich Open Data zu den Großen in Deutschland. Also ne, man muss jetzt mal die Relation sehen, weshalb wahrscheinlich auch die Bertelsmann Stiftung da auftaucht, um sich das mal anzuschauen vor Ort und das, glaube ich, auch mitfinanziert. Ich möchte einfach nur dafür werben, sich bei dem Thema jetzt tatsächlich zu vernetzen. Es wird jetzt akut. Es steht uns, glaube ich, gut zu Gesicht, da was zu machen. Und ich glaube, wir haben einfach auch das Potenzial, da was zu machen. Das ist sozusagen hier mehr so eine Motivationsrede von mir meinerseits. Wenn es Fragen gibt, ich bin Fraktionsmitarbeiter, stehe auch auf der Seite. Also meine Kontaktdaten sind bekannt. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt auch von unten heraus sozusagen eine Initiative da gibt. Und ich denke, sowohl die Fraktion als auch ich persönlich bin auch gerne bereit, da den einen oder anderen zu unterstützen, der jetzt im Anschluss daran vielleicht etwas machen möchte, mit Rat und Tat. Ich möchte nur dafür oder nochmal appellieren, die zu reaktivieren, die ich mal kennengelernt habe, so in 2011. Das sind die sozusagen, ja, ich spreche das nochmal an, wir müssen ja auch mal hier selbstkritische Themen anschneiden. Das waren die Leute, die jetzt sozusagen in der Breite, auch in den anderen Parteien, die haben diese Basis einfach nicht, einfach fehlen. Die dieses gesellschaftliche Potenzial heben, was jetzt freigesetzt wird. Wenn ich WDR-Redakteure aus solchen Veranstaltungen treffe, wenn ich WAZ-Redakteure, wenn ich Kölner Stadtanzeiger-Redakteure da treffe, dann muss der Punkt erreicht sein, wo wir alle erkennen, das ist jetzt Mainstream. Ja, also darüber wird berichtet. Das ist also auch ein Thema, mit dem man punkten kann. Und das jetzt nur mal so als kleiner Hinweis von mir jetzt so zum Ende. Und wenn noch Fragen sind, schreibt mir eine E-Mail, textet mich an über Twitter, ist wahrscheinlich noch wesentlich schneller und einfacher. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.